Oh, okay, einfach zwei Goblins. Und es gibt Schwierig. Also eine Goblin-Runde zum Abschluss wäre jetzt ganz nice. Da würde ich nicht sagen. Du hast schon gesagt, ich hab's, das heißt, du hast auch einen Goblin oder so. Aber auch ein Glock und ein Bounty, ja. Oh je. Aber das heißt ja nichts. Du kannst ja liegen lassen. Das heißt ja nicht. Nee, liegen lassen tue ich nicht. Ach, come on. Ich kann nur einen geben. Den einzigen. So. Also wir gucken einfach mal, bei wem es besser kommt. Ne? Letzte Runde des Tages, würde ich an der Stelle mal behaupten. Dr. Klinger. Ich dachte, wir ziehen durch heute. Okay, dann ziehen wir durch. Nee, ich... ich wusste es halt einfach so. Ohne Witz. Es war so klar. Nee, ich kann leider nicht. Ich hab richtig Hunger inzwischen. So viele Games bräuchte ich dann doch auch nicht. Ja, und du hast erst irgendwie zwei Stück oder so mitgemacht. Ich spiele schon wieder seit ich spiele schon wieder seit 8.20 Uhr heute Morgen. Ja, ist ein bisschen Durchhaltungs... Wie sagt man? Durchhaltevermögen. Du bist Durchhaltevermögen. Ich hab das Adjektiv dazu gesucht. Ja. Du bist durchhaltevermögend. Ich bräuchte jetzt mal einen richtig schönen Roll, bitte. Danke. Okay, der Roll war komplett der größte Much, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ever. Ja, ohne Witz. Okay. Ich habe Mirana, Faces Void, Crystal Maiden, Shadow Shaman und einen Ex gehabt. Das passt alles gar nicht zusammen, das passt auch nicht zu meinen bisherigen Units. Ich habe einen Bounty 2 bekommen. Bounty, Bounty. Komm, ich geh jetzt mal auf Gold. Machen wir's so. Ich Bock auf irgendeine dumme Rollstrat. Ja, da wäre ich auch dafür zu haben. Entweder Knights oder Goblins. Oder Losing Streak im Zweifel, weil ich habe gar nichts bisher. Ich habe noch keinen Priest gezogen, leider. Doppel Furion im Roll bringt mir halt auch nix. Boah, ich bin so kurz davor, stark zu sein. Kurz davor, also. Ich habe einen Badge Rider, der eigentlich nicht mehr sterben dürfte. Obwohl es ein Badge Rider nur ist, aber. Also, wenn du die Items dir darauf anschaust. Ja, mein Bounty Hunter sieht auch so ähnlich aus. Okay, aber der stirbt easy, mein Badge Rider leider. Ach, die Blitze sind so stark einfach. Ich habe zumindest zwei Stück gekillt noch, aber seine Ult wird mich halt killen. Ah, das war gar nicht mehr so schlecht. Ein Schaden nur. Ich habe doppelt Furion im Roll. Ich habe eh nichts und ich will auf 10 Gold bleiben. Gehen außer uns noch richtig viele anderen auf Goblins? Oh ne, auf Knights gehen ja viel mehr als auf Goblins. Okay, Helven geht noch auf Goblins. Helven macht immer das, was ich mache. Weinst du gerade? Ist aber süß. Das ist einfach zu traurig. Das ist aber süß. Müssen wir erstmal Paces Void stellen, weil wir keinen anderen Assassin finden. Ja, aber das geht im Zweifel Early Game schon ganz gut. Joa. Das kann man doch machen. Kling. Und maybe wären es auch Knights bei mir einfach. Aber das Problem ist, dass drei Leute auf Knights gehen. Alle spielen Knights oder Goblins gerade. Einer ist auf Elfen. Ich hab Assassin. Also kannst du die Goblins löschen. Ja? Nein. Achso. Also gehst du doch auf Goblins. Und da waren was da jetzt noch so kommt. Ja, ich habe noch keinen Tinker und keinen Timbersaw, also. Bei mir ist auch noch ein bisschen offen, aber Helven hat es nochmal hochgezogen. Ich glaube, ich muss von Goblins weggehen. Ich brauche halt auch Gold. Dann kann ich wenigstens 20 Gold mitnehmen schon. Alter, Helven, was hat denn der da schon wieder? Ja, der hat das schon wieder ordentlich verstehen. Der, ach, der Junge, ist, der kann nicht mal den Witch Doctor stellen auf 2, ist das frech. Ja.
Oh Gott, ganz schlimmer Gegner. Ganz schlimmer Gegner. Oh, oh, das sieht übel aus. Kannst du hoffen, dass der vorher nicht nochmal spawnt? Zum Glück nicht. Der hat aber Bad Rider Ult. Aber da bekommt die eh nicht voll die zweite Ult. Bis dahin hat er wieder den Spawn ready. With bones and spells I go. Meinst du, der sagt das? Ja, klar. Was denn sonst? Hat er nicht with bones and spears I come? Nö. Oder sowas? Was, das hat doch bestimmt Spells. Warum sollte er nicht Spells sagen? Das ist doch so ein Witch-Doktor oder so. Und der macht doch so Zauberspells. Warum sollte der mit Speeren kommen, der Witch-Doktor? Jetzt ohne Witz, der ist doch ein Hex, so Hex, der Witch. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das hat mit Bones aber und Spells. Also ich glaube, dieser Spear sagt Spears, oder? Google, hilf mir. Ja, als ob der Spears sagt, das hat gar keinen Sinn. Häuslein. Bones. Mit Bones und Spells, da kam, du hast tatsächlich recht. Oh, ich habe mal recht auf dem Leben, geil. Nice, ey. Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich hatte einmal recht. Hey, ich habe den ersten Priest gezogen. Hey. Das Problem ist schon, wenn ich den halte, den Priest, dann komme ich nicht auf 30 Gold hoch, aber das sollte ich wahrscheinlich trotzdem machen. Die Frage ist, kommt jetzt. Man kann nicht mehr auf den dummen Undying hoffen, wenn Dazzle nicht kommt ewig. Das ist das Problem inzwischen. Hey. Ja, Haven ist doch ein Snack. Richtiger. Alter, Void. Komm, wenigstens den Clock. Der sabotiert mich so hart. Ach komm. Okay, Void hat mir gerade echt die Runde verloren, weil er mein ganzes Team gekronot hat. Ich geh auf Gold, Leute. Uff. Kann mir genauso gut sein, dass ich Orakel nochmal ziehe, bevor ich Dazzle bekomme. Oh, levelt man jetzt Chaos Knight hoch mit Io? Okay, wenn ich mit dem Team ohne Chaos Knight 2 Runde 10. Boah. Das könnte schon knapp werden. Wobei der Omni halt ja übertanky ist. Der ist gut tanky, aber. Frage ist, ob du den Damage hast. Vielleicht ziehe ich Omni nächste Runde auch, dann nehme ich lieber Omni. Würde ich auch mal. Jetzt schauen wir mal. Wenn ich nächste Runde nichts ziehe, dann mache ich es für Sicherheit lieber hoch. Für Legion hätte ich mir das auch gerne aufgehoben, falls ich hier. Ach, es gibt eh keinen. Doch, Fem Discount gibt's. Man könnte auch in eine Legion 3 gehen, statt auf Low Knights. Knappes Battle. Das wird eng. Ah, easy. Danke, Loki, mein Schatz. Uhu. Warum ist Loki denn mein Schatz? Weil er mir die Streaken geben wollte. Achso, ja, da verstehe ich das natürlich. Ich brauche jetzt entweder Shrink oder Family Discount. Also mal kurz gucken, wie viele Leute auf Knights gehen. Der wird safe durchziehen mit Knights, so wie es aussieht. Oder Assassins, eins von beiden. Der spielt beides. Wer spielt Assassins? Der letzte spielt so beides ein bisschen, wenn ich auf seine Bank und so aufschaue. Oh, warum? Ach, natürlich spielt AS halt auch die Knights. Das ist halt unproblematisch, wenn ich zwei Leute, die einer ganz und einer halb auf Knights. Hast du gerade gesagt, das ist doch unproblematisch. Ja, das ist problematisch. Hat er bei Haven läuft's aber auch echt. Wer wieder springt? Gottesmiss. Interesting. Ein Einser und ein Zweier. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
bessere noch. Besser als hätte man zwei Einser ausgeschlossen. Und würde 10 Gold, 2 Gold mehr ausgeben. Ich glaube, das wäre Wurf. Ich habe mein Chaos Knight. Ah, ne, warte mal, ist gar nicht Chaos Knight. Mein Omni Knight wurde zum Tinker gemacht. Zu einem Zinker. Warte mal, wer ist das? Wer ist was? Aber du gerade verwirrt hast. Warst. Ja, ich bin immer verwirrt. Ist doch nichts Neues. Mhm. Hey, ist halt wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich hier. Ich streame ich noch? Mir fällt gerade mal auf, dass wirklich niemand mehr geschrieben hat im Chat, seit da Suchen Ende letzte Runde geschrieben hat mit dem Abyssal Drop. Also seitdem hat einfach keiner mehr geschrieben. Das heißt, es hat die ganze Runde noch keiner geschrieben seit 10 Minuten plus die Zwischenzeit zwischen den letzten zwei Runden. Das haben wir auch selten. Schreib dem Paul doch mal was, ne? Das ist ja echt traurig, ey. Chat müde, moin. Okay, sind noch Leute da, ich bin noch live. Zum Glück habe ich dich zum Reden, sonst wäre ich ja komplett wie so eine YouTube-Aufnahme dann ansonsten. Oh, Love könnten wir wieder reinmachen. Ich mach auch einmal Love rein. Mann, Rick, Alter, Rick bekommt richtig Liebe ab gerade. Rick bekommt von Loki Liebe, von sich selber Liebe und von mir Liebe. Okay, Blend gibt's dem Dazuken. Oh, und Jan gibt mir Liebe. Der Jan ist da. Hallo Jan. Der Jan ist da, der Jan ist da. Mach das mein Chaos und alleine. Ja. Chaos Knight Strong. Der Strongest. Of them all. Richtig. Der letzte ist so geil, ey. Nimmt Vault und ist auf 20 Gold. Vault und ist auf 20 Gold. Ja. Ich habe auch Vault. So, wie viel Gold gibt es jetzt? Ein bisschen mehr Gold. Also wenn ich jetzt gewinne, wäre das ganz nice. Ich bekomme jetzt nämlich genau 8 plus 4 sind 12. Das heißt, ich habe dann 79. Ich würde aber ungern, sonst müsste ich halt wieder, muss ich wieder einen Priest löschen. Aber ich bin gerade eh nicht auf den Priest eigentlich. Aber vielleicht müssen wir gleich auf das Priest switchen, weil so stark sind wir nämlich nicht. Auch mit Bannerich müsste ich gewinnen, oder? Im Moment noch, ja. Ja, das im Moment reicht mir ja. Außer du machst natürlich jetzt an freche Sachen mit meinem Chaos und mit deinem. Oh, dein Spiritbreaker könnte ein bisschen böse werden gegen meinen. Junge, ich mach deinem Bounty Hunter null Schaden, Alter! Chaos Knight haut das halt Anfang der Runde, haut er auf den scheiß Bounty Hunter ein. Der hat auch drei defensive Items. Ja, das Problem ist, dass der Spiritbreaker da ist noch. Jetzt muss der Spiritbreaker mit 2-3 Hits mal schnell wegmachen, bevor der gestunt wird weiter. Ach nein. Ach, geh doch auf den Spiritbreaker. Ich habe Angst zeitlich vor allem eher noch. Das ist völlig, das wird einfach, ich werde es verlieren. Na. Oh, jetzt hat. Junge, das wird zeitlich echt knapp, ne? Ich hätte mir noch ein paar mehr Bashes gewünscht. Ja, weil, wie hoch ist die Chance? 80% oder so habe ich das Gefühl gerade gehabt. 25. Ich bin voll dumm, ich habe jetzt eh erst 80 Gold. Irgendwie mache ich mir unnötig Gedanken über irgendwelche Sachen. Jetzt bin ich auf 81, jetzt bin ich safe. Runde 14, Full Echo jetzt, ist in Ordnung, oder? Man will es eigentlich lieber schon Runde 12 oder so haben. Aber 14 ist gar nicht mal so late. Hallo klar. Jan. Moin, moin. Boah, ich freue mich so auf diesen Reis gleich. Das wird richtig geil. Geiler Reis, ich habe heute Morgen, ich bin ja seit gestern wieder ein bisschen am drauf achten und ich habe heute Morgen halt nur so 3 Löffelchen Mager und Joghurt gegessen mit Chiasamen und Leinsamen drin und einem halben Apfel. Also nicht so viel. Das ist nicht so viel, ja. Jetzt merke ich aber wieder richtig, wie das ist, Hunger zu haben. Nachdem ich die letzten 2 Monate mir alles gegönnt habe. dieser Chaos Knight ist so gut, dass ich ihn hochgelevelt habe. Der, gerade mit diesen Tank-Items, der carryt mich halt so hart durch gerade. Ich habe nichts außer ihn einfach. Ich spiele hier gefühlt die ganze Zeit mit Assassins gegen Omni, nein, das ist irgendwie nicht so cool. Ich überlege gerade noch, was ich. Muss ich wieder irgendeine Late-Game-Comp überlegen, ey. Es gibt aktuell immer. Ich finde mal, dass es beide Legendary Warlocks gibt, dass ich einfach safe auf Warlocks gehen kann ins Late. Mach das doch einfach mal. Ja, würde ich ja gerne.
Aber es ergibt sich nicht. Es gibt ja keinen Legendary Warlock. Machen wir jetzt. Oh, ich habe einen. Nicht. Okay, ich hätte einen Plan, was ich machen kann. Ja, ich würde sagen, ich baue. Ja, ich baue safe in die Richtung auf. Okay. Das ist doch gut. Letzte ist jetzt bei 35 Gold angekommen mit seiner Vault. Ja, vielleicht schaffst du es ja bis Runde 20 einmal, 19 einmal auf 60 Gold zu sein. Oh, Undeads. Boah, nee, den Undead Try mache ich jetzt nicht mehr, Leute. Das mache ich diesmal nicht. Weil ich kann es nicht. Das sind gute Items, die mich gut, auch mir gut weiterhelfen, noch bis Runde 20 auch locker. Ich mache diesmal nicht dieses Buch draus. Das ist eh nie gekommen, dieses Buch. Aber guck mal, das macht es noch nicer. Jetzt ist der Chaos Knight. Der Chaos Knight ist böse. Wir lassen die Items so. Die Vorhersage. Stimmt, die Vorhersage müssen wir noch auflösen. Oh. Ja, warte, ich mach das mal eben. Das wollte ich doch hören. Da hat doch jemand seine 10 Punkte da gewonnen, ne? Genau. Du hast Top 3 geschafft, ne? Ja. Ja klar, was ist das für eine Frage? Gut, dass das nochmal jemand gesagt hat. Ein Pauli Plus gemacht, 16k gegen 10. Ist das frech. Ja, oh. Wenn da halt so drei Randoms oder so oder zwei mit in der Lobby hast, dann ist halt schon relativ wahrscheinlich, dass du Top 3 wirst. Ja, aber es waren ja trotzdem mehrere Zuschauer auch da drin in der Lobby gewesen, ne? Mhm. Ich glaube 4. So mit dieser Chaos Knight, ich weiß nicht, was den jetzt gerade kurzfristig killen kann, ehrlich gesagt. Ist er schon auf 3 oder? Nee, auf 2, aber guck mal die Items an, die er hat. Das ist halt. Das machst du mit wenig weg, mit 4er Nightbuff dazu. Noch jetzt nächste Runde habe ich noch 4er Trollbuff. Das war, glaube ich, genau das Richtige. Jetzt einfach auf 80 Gold mit Great Vault. Shrink wäre auch witzig gewesen, aber haben eh schon so viele gespielt. Ja. When you play with Lena, you tend to get burned. Bisschen Troll-Action noch. Boah, das ist, wenn man gerade am Trinken ist und mit iOS kommen, ey, das ist. Doch, lass mal einen Schluck auf. Wie war der Befehl wegen Zuschauerzeit und Paulis? Ich glaube, Watchtime war es einfach. Müsste richtig sein. 215 Stunden hat er. Eieiei. Crazy, crazy. Ich war noch Stunden deines Lebens Paul gewidmet. Ging ja erst ganz knapp. Oh oh. Jetzt ist aber, je weniger Gegner, desto unwahrscheinlicher wird es, ne, sag ich immer. Ich hab 90k Paulis. So. Ja gut, mit den Paulis kann man jetzt ja eh nicht so viel machen, außer das Love senden, so und diesen Hass. Das ist natürlich trotzdem nice. Das Wichtige. Aber die richtig wichtigen Sachen kann man ja mit Dings machen, mit den normalen Kanalpunkten. Die heißen, glaube ich, auch Paulis. Naja, die heißen auch Paulis. Alles Paulis. Ich muss meine Watchtime jetzt gucken. Dann wissen wir, wie lange wir gestreamt haben, seitdem es den Bot gibt, wenn er mal auch immer an war. 2400 Stunden. Junge, was ist es in Tagen? Kann das mal ausrechnen auf spontan? Das wäre mir ein Vergnügen. Müssten 100 Tage sein, oder? 2400 durch 24. Das könnte sein, ja. Aber es wäre ein bisschen traurig, wenn ich 100 Tage meines Lebens nur in Streams gesteckt hätte, die letzten 3 Jahre. Das ist ja irgendwie ein großer Teil davon. Plus, den Bot gab es ja nicht immer. Den gab es ja erst die ersten Monate, die ich auch dann teilweise 6-7 Stunden gestreamt habe. Den gab es den noch nicht. Und die YouTube-Aufnahmen auch nicht. Ja, das ist, irgendwie fühlt sich das doch komisch an, ich weiß nicht. Ja, ohne Witz, das fühlt sich auch, manchmal fühlt sich sowas, auch wenn man so seine Gaming-Zeit in den Spielen sieht, fühlt sich so ein bisschen gewastet an, ich weiß es nicht. Ich meine lieber nicht meine Gaming-Zeit. Der Murphy hat 1000 Stunden einfach fast voll, die er geschaut hat. Der hat einfach, guck mal, wie Murphy da war. Der wäre fast die Hälfte da, oder sag mal, über ein Drittel auf jeden Fall. Da beginnt das auf 600. Brauche ich erst 200. Ja. Sehr nice, meine Lieben. Ah,
da die Assassins kommen so schlecht. Ich muss jetzt den Spellbreaker hier im IO hochziehen. Hey, wenn ich jetzt nochmal Great Vault bekomme, dann ist es halt Game Over, glaube ich. Great Vault into Great Vault mit Winning Streak wäre krank. Ist doch eher die Frage, wie du eine Winning Streak hast, ey. Der Chaos Knight 2 mit guten Items einfach. Und ich habe den Omni-Knight noch halt dann irgendwann Lucky ein drittes Mal bekommen, weil Doppelt Omni-Knight hatte ich schon lange. Boah, aber gegen Blend, ich glaube, das war's. Sind Level 3 am Start schon. Ja, nur die nicht guten. Dein Omni countert das halt auch komplett. Mal gucken, one on one. Oh, gut. Oh, der muss weg, hau ihn weg, hau ihn weg. Jetzt bin ich gespannt. Nee, das machst du, das ist das Ding auch noch. Ja. Bis dann plus halt ein Shuriken. Ohne Shuriken wird's vielleicht. Ja, okay, selbst ohne Shuriken, das dauert mich dauerhaft. Okay. Thank you für diese gute Spende. You're welcome, hast du genug Geld, um nochmal den Rest fertig zu rollen bei dir? Schauen wir mal. Hast das immer vor 120 dann auf 0 extra zu gehen? Kommst du überhaupt nicht mehr raus? Das schaffst du auch so. Ist aber auch eigentlich nimmt man den Ding noch nicht mit, den Phantom Assassin bei den Rolls und so. Würde ich jetzt mal frech behaupten. Ich bin ein großer Phantom Fan. Phantom Fan? Komm schon. Oh, ich will nicht auf 0 Gold, oder? Ah. Okay. Ja, gut, immerhin, das Gute ist, du schaffst jetzt halt. Easy Level 6 dann gleich und dann hast du schon mindestens mal die 6er, die brutal sind. Mhm. Und du hast ja schon den Shaker für Level 7, also. Jupp. Viel mehr brauchst du die Runde eigentlich nicht auf Level 7, dann bist du schon mal safe weit oben am Ende. Mit dem Team jetzt. Aber das wird halt schwierig, damit am Ende zu gewinnen, wahrscheinlich. Aber bei Helven sieht's auch nicht besser aus. Der rollt auch noch für seine Gobos gerade. Alter, ich hab wieder kein Item gedroppt, ey. Ich hab, ich hab ein scheiß Item gedroppt, aber immerhin ein Item, ne? Ein scheiß Item ist immer noch ein Item. Ja, ist richtig. Hat mir mal ein weiser Mann gesagt. Ein Scheitem, das deinen Namen trägt. Hoch am Himmelszelt. Ach, du hast echt nochmal World gekriegt. Ja, klaro. Das wird ein Level 10, Runde 25 oder so. Mhm. Und dann wird es eine fette Warlock-Beast-Runde. Ist gar nicht mehr schlau gegen dich, wenn du das erste spielst, aber egal, ich habe mich schon entschieden. Ich glaube, mich brauchst du hier nicht, Counter. Ah, weiß ich nicht. Du wirst jetzt ziemlich viel gewinnen, Winning-Streak haben. Ich meine, theoretisch kannst du noch entweder dein Echo jetzt schon sparen oder du gehst nochmal, wenn du 30 Gold hast, komplett all-in für den Earthshaker, je nachdem. Aber wahrscheinlich brauchst du das nicht mal, um stark zu sein. Bloß du hast die Turn-Ups, also du musst jetzt eh in der Zeit stark sein. Du hast im Endeffekt hast du eine ganz normale Echo mit den Turn-Ups, ne, muss man auch sagen. Ja. So schlecht ist es bei dir nicht, wie du wieder mal tust hier, ne? Es ist sogar TA und Quap drinne. Ja. Ach stimmt, Omni-Counter-Techies, ne, weil er physischen Schaden macht. Mhm. Das ist natürlich angenehm. Das ist so geil, Alter. Ich muss bisher nichts machen, dieses Team ist immer noch stark. Ja, Loki ist auch schon Level 9. Und hat noch Bücher. True. Und hat 6er Humans auch. Und hat Fate-Karte. Das wird auch nochmal richtig eklig. Der kann auch den Kortel zu einem Dragon machen später. Ja, ich freue mich schon wieder auf die Dragons. Hm. Ja, Full Dragons wird aber schwierig. Es gibt kein Shakiro. Das ist aber schade. Das ist echt sad. Oh oh. Junge, wie jedes Mal der Chaos am Schluss doch die Überhand hat. Außer gegen deine Assassins vor die andere Runde. Aber im Endeffekt sieht jedes Mal schlecht aus und dann macht er 2-3 Hits mit seinem Mass of Madness und dann hittet er sich doch wieder hoch und gewinnt gegen den anderen. Ich gewinne trotzdem nur sehr knapp. Also Loki hat mich gerade auch schon wieder fast besiegt hier. Ja, solange du noch gewinnst. Ich meine, theoretisch kannst du, wie gesagt, auch gleich reinpushen und Earthshaker stellen. Würde dich nochmal deutlich stärker machen auch. Alter, ich habe 3 Treants im Roll. Was ist denn das? Das sieht komisch aus. Okay.
Elvin ist auch so ein richtig krasser Monkey King Fan, ne? Ja, ist ja auch ein cooler Dude, der Monkey King, ne? Ich bin wie bei Elvin in jeder Runde. Okay, jetzt hat er ihn gelöscht, weil ich es gesagt habe. Elvin, so war das nicht gemeint, du kannst ihn ruhig spielen. Jetzt gibt's einmal Fettschaden, das ist ungut. Ungut! Naja, Monkey King mit Bauhaus. Oh, 14 Damage tut weh. Es ist halt die Frage, wieder geht man ins Level 10 oder ist es ein Bait Level 10? Ich glaube, du wirst auf jeden Fall relativ viel auf die Schnauze kriegen jetzt erstmal. Ich wobei die schwachen Leute auch noch drin sind. Also könnte auch noch gut gehen. Ich weiß nicht, was der letzte gemacht hat. Mal stark geworden. Gold hat aber absolut nichts. Also, das ist ein Unranked halt, ne? Vielleicht ist der Level 6 rollt der halt und hat halt nichts, ne? Der checkt halt das Spiel wahrscheinlich nicht ganz. Sieht ein bisschen so aus. Das war's mit ihm. Luki feiert den Sieg ja nicht so hart von mir. Vorher, als ich gegen ihn gespielt habe, ich irgendwie 14 Schaden bekommen. Diesmal macht der Sieg ja auf sein Feld wieder. Doch unpraktisch sowas. Kommt halt immer nur drauf an, ob es Schild an ist wahrscheinlich, ne? Ja. Hat er jetzt schon krass für einen Zweier-Sieg, ne? Ja, ich sag ja, der hat mich auch die ganze Runde gekillt, aber jetzt habe ich irgendwie zwei miteinander 15 Schaden bekommen und jetzt ist es auf einmal nicht mehr so chillig. So ja. Schnell kann es gehen leider. Machst du nichts? Das stimmt, da machst du echt nichts. Diesen Namen ist, solange da steht, nicht mehr hinter, was der Keeper bekommen hat. Ein Dragon. Ich glaube, das war ein Auto-Test, das Meta, dieser eine Patch, wo immer drei Dragons hier drunter waren, was ich am meisten gehasst habe an dem Spiel. Ich hoffe mal, das wird nicht wieder so. Ich weiß echt nicht, wie ich das gleich am besten hier alles mache. Den Spaß. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Enchanted, I'm sure. And I'm the Brawn. Enchanted, I'm sure. Just sharpen my spear and I'm ready to go. Like it's not even there. I'm the brain. And I'm the brawn. Hast du aufgehört zu kassieren? Ich
bin auf jeden Fall ein Stückchen stärker geworden mit den Upgrades, die ich jetzt hatte. Ich glaube, ich versuche jetzt nochmal mich an dem einen Level. Level 9 zu stayen fühlt sich irgendwie auch alles nicht so richtig an. Time to save the world. Na. Again. Dafür geht's dir zu gut. Irgendwie, ich habe gerade mal wieder Eorndis gebaut, aber für ein Legendary Item ist es echt zu schwach, ey. Hört sich schwierig an auch, ja. Voll hat nur noch irgendwelche Plotkerne raus. Ich bin auch gerade hart konzentriert, wirklich, ey, in dieser Runde, ey, ohne Witz. Ja, das ist schon wirklich so, ja. Sorry. Ich bin gerade echt so hart am Tryen, wie ich am Schlausen hier, weil ich, diese Runde ist halt, das kann so eine Runde werden nachher, in der ich mit 80 Gold sterbe, wenn ich verkacke. Das ist halt, das will ich halt unbedingt vermeiden. Weil eigentlich habe ich so eine kranke Echo. Und es wäre jetzt richtig dumm, die Runde zu throwen, aber ich würde es mir zutrauen. Ja, ja, das ist wirklich so, ja. Ach komm. Was soll das denn, Alter? Ja, verarscht er mich wieder einfach. Unfassbar. Hihihi. Omega Lull. Ich hab meine Streak verloren. Luki hat 40 Bücher gesammelt. Ah, ne, hat 40 Bücher in Runde 40. Runde 30, so rum. Er braucht Second Chance. Das könnte heftig werden. Oh, das Omni 3, das finde ich nicht geil. Aber ich bin froh, dass du nicht auch auf Dranks oder sowas gehst, Pa. Ja. Das ist doch schön. Während ich einen Dragon Knight 2 habe, pack auf der Bank und nochmal einen Dragon Knight extra auf der Bank. Mach doch nicht den. Dragon Knight kommt halt richtig gut bei mir bisher. Also vielleicht spiele ich random Dragon Knight in 4er, in 6er Beast oder so. Weiß ich nicht, ob das so... Ich investiere meine Echo jetzt auf jeden Fall. Weg mit der Echo. 30%. Die extra nehme ich nochmal mit, aber dann, ob ich noch einmal mehr dieses Gold bekomme, ist mir gerade egal. Ich hab's ja, ne? Er hat ja das Geld. Ja, Mann. Okay, nee, komm, wir lassen das hier. Über 3 Blocke. So good with motion. At your service. Ich brauch so sehr einen Ricky. Gib gerne eine LD. Das ist ein sehr bescheidener Wunsch, aber der wird mir schon gut weiterhelfen. Guck dir mal die dicken Kürbisse an, Alter. Geil. Geil. Nee, jetzt nicht gegen Blenderich. Ich glaube, finde ich bei meinem Team vorher sogar besser. Ich glaube, ich bin gerade dein kleinstes Problem. Oh, der Loki ist mein größtes Problem, glaube ich. Ich bin hier nur noch am Kassieren. Faceless Void. Genau, den Faceless Void wollte ich kaufen. The Honorable Dante Panda, at your service. Paul? Ja. Wie ging nochmal dieser Unstuck-Kurier? Bei meiner. Das ist Unstuck-Kurier, check ich nicht, sorry, wie meinst du? Nee, weil. Mein Kurier da allerdings festhängt. Ich weiß nur, dass du unten auf Settings drücken kannst und dann Reset Kurier. Ja, hab ich gerade gemacht, aber da passiert nichts. Und du bewegst dich bei. Ah, nee, warte, ich bin im falschen Feld. Okay, bei mir ist komplett zerschossen. Sonst weiß ich es echt nicht. Ich kenne nur das Dinger. Meine Sachen sind auf. Ich sehe auch nichts mehr. Lass mal die Runde neu starten. Ja, mach mal bitte neu. Ich versuche mal schön zu reconnecten hier. Ja, ich glaube da nicht. Das schaffst du easy.
Ja. Stehen meine schönen 80 Goldfrüchte darum? Enchanted, I'm sure. Erstmal nicht mal über Rowan. Okay, ich versuch's resconnecten, Dota schließt sich komplett. Jetzt haben wir keine 33 Schaden, Loki. Oh, let's try again. Okay, jedes Mal, wenn ich versuche, reconnecten, schließt sich tot. Klar. Das ist. Schwierig. Oh nein, ich hab verkackt. Thanks. Da hast du ein Eichi 3. Ja, ich hab grad was verkackt, leider. Ich wollte den Beast machen, aber der ist Akir geworden, weil Venomancer der Beast war, den ich dafür benutzt habe. Ist das dumm, Alter. Das fing sich kein Eichi, sagt er. Schön, dass er trotzdem stirbt, einfach mal gegen Helven auf entspannt. Kann man machen. Jetzt habe ich wirklich den zum Akir gemacht, Alter. Ich habe meine Templer, mein Enigma zum Akir gemacht, statt zu einem Beast. Ist das gut? Nee, das ist schlecht. Sonst hätte ich nämlich noch den Charakopter dazu spielen können, hätte ich das nicht verkackt. Wie wahrscheinlich ist es auch? Drunter steht Like und drüber steht Venomancer. Das sind zweimal Beast und einmal Akir und der trifft genau die ein Drittel Chance. Aber ich habe es auch selber verkackt natürlich, das will ich jetzt nicht kleinreden. Ich hatte keine Zeit mehr. Mhm. Jetzt ist der auch noch ready. Das ärgert mich jetzt so, dass ich jetzt diesen scheiß Liken spielen muss, statt mit einer 2er TA. Aus eigener Dummheit. Irgendwie ist mein Charakopter so langsam. Weil er kein Attack Speed Items hat? Wieso ist der so langsam deswegen? Wieso macht er keinen Schaden? Meinst du Templar ist besser? Als Strive? Nee. 6er Beast, 4er Warlock. Ach, die Templar könnte einfach drin sein, wenn ich nicht verkackt hätte. Das ist so unfassbar, dass die jetzt auf der Bank steht, aber ich kann die echt gar nicht mehr raus. Ich kann da gar nichts mehr dran ändern eigentlich. Okay, ich komme auf jeden Fall nicht mehr rein. Ihr freut euch an meinem Gold. Geh mal kurz auf mein Feld, ich will sehen, was da noch an Früchten steht. 3 Stück, 9er, 7er, 9er. Jetzt mal Level up gehen können. Ich habe auch so schon 85 Gold. Ja. 6700 Schaden. So viel Schaden ist es nicht dafür, dass eigentlich mein alleiniger Carry so gefühlt sein sollte. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie das mit den Nightschilden ist. Da habe ich irgendwie mit 6er Beast auch manchmal das Gefühl, dass da irgendwas gepurcht wird. Purge ist eröffnet. Thank you.
Der ist schon ganz schön groß, der Dude. Ach, Templar ist jetzt halt. Scheiß auf Leute, Templar, es bringt nichts. Ah, das Team hätte. Das hätte nochmal geiler sein können. Okay, wir versuchen jetzt einfach den LD auf 3 zu ballern. Die Enchantress noch oder den anderen Dude vielleicht zu ziehen auch. Let's einfach 3. Der LD ist zu teuer, das kann ich damit nicht machen. Okay, guck mal. Das passt doch schon mal. Ja, zwei Roads hintereinander, den Loudred und alle Druids, die du brauchst. Ja, einen hatte ich aber schon, die Enchantress, ne? Das muss man ja auch mal zur Verteidigung sagen. Eigentlich noch der Lycan jetzt realistisch. Okay, vielleicht noch zwei Angels, beziehungsweise Enigma zweimal. Mann, jetzt ist Enigma einfach Akir statt Beast, das ist so dumm. Ob ich noch einen von euch überlebe. Ja, aber ich kann jetzt nicht meine Echo, die 7 Echo in der Ding drin lassen. Ginter in der Tempel, ich habe nur noch 9% Leben. Da nehme ich es lieber, um meine Sachen nochmal hochzuziehen. Switch auf Overwatch hier. Ne, wir bleiben jetzt dabei. Okay, was nehmen wir mit, Leute? Nehmen wir den Bloodthrawn mit? Attack Speed ist das auch, ja, nehmen wir mit. Komm mal. Nicht drüber nachdenken. Okay, was nehmen wir jetzt raus für ein Primal Beast? Liken? Erstmal liken, oder? Bis der auf 2 ist. Und danach hat die Ench wahrscheinlich. Aber lasse ich den Primal Beast fressen oder nicht, ist die Frage noch. Würde nicht machen, ne? Ich glaube, der stirbt sowieso, ehrlich gesagt. Oh. Solange er ein, zweimal die Arme hochmacht, reicht's ja. Ich glaube, der stirbt eh. Ich überlege, ob ich den Lone Treat halt. Ne, ich lasse den Lone Treat. Ich baue das einfach in eine andere Seite. Nur mein Attack Speed wäre ganz gut. Oder der Crit. Ich nehme den Crit einfach auf ihn. Ich bin halt so abhängig von ein, zwei Units, das ist halt krass. Aber das war schon witzig, mit diesen zwei Riesen-Units hier rumzuspielen. Ja. Verbrennrecht, das war's bei dir. Bam, so much gold. Nice try, aber hast du ziemlich wenig draus gemacht dafür, dass du am Anfang so viele Assassins auf 3 hattest. Verkauf. ich komme mit dem neuen Patch halt einfach nicht klar, weißt du, das ist. Ja, das ist. Bin ich überfordert. Kompliziert, ich verstehe das. Ja, Ench braucht keiner. Das hatte ich aber tatsächlich auch noch nie. Das war einfach ein Lag. Und auf einmal ging es in-game nicht weiter. Aber ich konnte meine Turn-Ups zählen. Das war das Einzige, was ich machen konnte. Turn-Up. Aber es hat sich nichts mehr bewegt. Ich überlege gerade sogar, ob ich noch mehr fressen lassen soll, weil der Mangeki macht auch nichts, wenn wir ehrlich sind. Dann gehe ich nur mit 2 Units einfach. Mann, was macht der Mangeking schon, außer einmal ein, zwei Sachen weg, Dinger am Anfang, dann ist mein Ogre-Matcher noch stärker auch. Oh oh, 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 oh oh. Da kommt das Luftschiff. Ja, Mann, ist das Ding riesig, Alter. That's what she said, Alter. Bräuchte noch so eine Dragon Dance, damit er nicht immer auf 5 Meter an die Gegner ran muss. Hm. 3-3 is possible. Das wär's. Was mit dem Invo vor? Keine Ahnung, ich habe überlegt, wenn ich noch 2 ziehe, mache ich den zum Beast oder so. Ich lasse einfach alles fressen, der Nigma kommt eh auch nicht raus. Kommt alles nicht raus, was ich habe ansonsten. Ist er Level 10 und spielt nur 2 Units, ey. Was ein Typ. Die Only 2 Unit Challenge. Ja. Wie gesagt, gegen ihn reichen die 2 auf jeden Fall. Jetzt verliere ich safe genau die Runde gegen ihn, weil er es gecallt hat. Ah, sehe ich nicht, wie du das verlierst. Ja, weiß ich auch nicht, wie es möglich sein sollte. Schlag kommt alleine gegen 20 Units. Das ist ja unmöglich. War schon close. Ja, war echt close. Guck mal, gegen Heaven wäre ich gestorben übrigens. Ich will dieses Squad da die ganze Zeit nachmachen.
Komm, gib mir jetzt den Enigma noch hoch. Und nochmal ein Luftschiff. Gyro 3 Inc. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ja. Ah, Mann. Ich bin jetzt hier am Ende gegen die Kobos, ey. Das ist schon sad, aber kann man, glaube ich, nichts groß dran ändern. Ich, gegen ihn, glaube ich, finde ich es ganz cool, wenn ich den Nick mal vielleicht rausbekomme. Ich habe jetzt ganz links gegen seinen Clock gestellt, vielleicht schafft er die Ult. Ja, die Ult ist besser, als wenn ich das bisschen auf dem Alchemisten habe. Hm. Für wenigstens Runde 40 noch erleben, come on. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich das Battery ist so alt, vom Clockwork. Oh, Helven ist aber raus, das ist gut. Ich freue mich auch immer, wenn Helven raus ist, ja. Ja, ach man, ey, weißt du, wie ich es meine, GG. Das wird mir auch noch verarscht, Alter. Stimmt, der Witch Doctor ist natürlich auch komplett broken gegen dich. Wenn du nur zwei Units hast. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da lacht er. Die Aufsteiger. Er hat hier schon wieder seinen kleinen Kleffer nicht unter Kontrolle. Der bellt seit 5 Minuten da draußen rum. Das geht gar nicht. Kennst du das Gebell, was du sofort einem Mini-Hund zuordnen kannst? Ja, das kenn ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Alter. Dieses Gebell, was du sofort einem kleinen Hund zuordnen kannst, finde ich aber schön. Ach. Der Eiche 3 stirbt aber ganz schön schnell, mal. Oh. Hallo, mach keinen Quatsch, du bist ein scheiß Troll. Hallo. Der wollte übertreiben schon, der Kollege. Und, welche Karte ist geboren? Die richtige. Prinzipiell. Das kannst du jetzt nochmal. Na, einfach nochmal einen besseren Beast. Also ich wollte aber einen Legendary auf 2, dass sich lohnt. Und den habe ich leider nicht. Hätte ich mal die Templates noch auf 2. Das wäre gar nicht so schlecht. Jupp. Oh, hatte ich gerade Mana, Mage Resistance auch ein Thema auch noch, hab das liegen lassen, das wäre natürlich dumm gewesen. Ich habe direkt dieses Attack Speed gesehen, habe das direkt Brain AFK genommen einfach. Das ist vielleicht auch trotzdem besser. Ja, schon viel Wert auf ihn. Pew pew pew. Ich habe Angst, dass ich irgendwann mal auf seinem Feld. Ja, guck mal, ach Mann, das sieht so knapp aus. Ich habe noch 2000 Leben. Ah, da fängt er aber an zu ballern. Der muss halt einmal wieder ballern zwischenzeitlich, um sich wieder voll zu healen. Einfach immer weiter ballern, ja. Wie viel Damage hat Loki gerade bekommen? Ich sehe es wegen deinem Kopf nicht. Gerade leider nicht schauen. Wie lange ich drei Männern weiter in Level 3 an noch? Loki Damage. Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich. Du musst nur einmal deinen Kopf ein bisschen nach unten bewegen, dann. Achso, ja, 11. Ja, 11. Ja. Oh no, Loki. Heißt, man kriegt auch von Gyro den Damage von den Units, die er gefressen hat. Weiß ich nicht, aber diesmal sieht schlecht aus. Diesmal bin ich raus, glaube ich. Oh Gott, der hat sich. Oh mein Gott, der war auf 1000 AP oder so runter. Ich hoffe, war das close. Oh, guck mal, auf seinem Feld auch wieder. Auf 800 war er runter kurz. Oh, Junge, war das close. Alter, was? GG. Ach, er ist gestorben davon schon, lol. Gar nicht auf dem Schirm. Ja, yeah, das war. Deswegen war so viel Schaden. Oh Gott, ich hab's gar nicht mitbekommen. Guck mal, jetzt wäre die Templer noch fertig gewesen. GG, Alter, was ein Gyrocopter. Junge, was eine Runde zum Abschluss. An die YouTube-Zuschauer. Lassen Sie gerne ein Like dafür, diese wundervolle Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's da rein. Alter, war das ein Double-Time.